Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen im Casino Baden-Baden. Ich freue mich sehr, selbst hier zu sein. Ich bin das erste Mal hier und ich bin überrascht und wahnsinnig beeindruckt von diesem wunderbaren Laden. Ich begrüße Sie zum großen Finale der Kartenturniere von des Teufels Gebetbuch. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Wunder, Dietmar Wunder. Ich bin heute Abend so ein bisschen das Mädchen für alles für Sie, denn ich bin Ihr Croupier, Ihr Conferencier und Ihr Moderator und führe durch den Abend. Sie werden ein ganz besonderes, einmaliges Erlebnis heute haben mit uns, ein Event, das es so bisher, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Denn Markus Heitz wäre nicht Markus Heitz, wenn er sich denn nicht jedes Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen würde. Aber dazu brauchen wir Ihre Hilfe, Ihre Unterstützung. Wir wollen mit Ihnen spielen. Sie können sich qualifizieren, wenn Sie den Mut haben, gegen den Meister anzutreten, so wie es die neuen Herrschaften, die hier vorne sitzen, schon bereits getan haben. Es ist ganz einfach, Sie brauchen dazu nur auf das Kärtchen, was auf Ihrem Platz liegt. Sie können es gerne mal hochheben, dieses Kärtchen. Mit dem Stift, da brauchen Sie nur Ihren Namen raufschreiben und das kommt dann in den Lostopf, der dann gleich von einer ganz entzückenden Dame rumgereicht wird. Und dann wird das Prozedere seinen Lauf nehmen. Auch möchte ich ganz herzlich begrüßen alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die via Lovely Books live dabei sind. Sie können auch die Fragerunde bzw. die Lesung miterleben live und Sie können nachher auch Fragen stellen, die werde ich dann symbolisch für Sie stellen, weil Sie können es ja via Livestream nicht so richtig, noch nicht, aber das wird die Zukunft wahrscheinlich auch bringen. Und herzlich willkommen, dass auch Sie bei uns sind. So. Wir reden jetzt die ganze Zeit über ein Buch, über das Buch selber haben wir jetzt aber noch gar nicht so viel erzählt. Ich habe mir da etwas aufgeschrieben, was ich sehr interessant finde. Und zwar, ich mache es spannend, es ist das Teufelsgebetbuch, heißt es, ist die perfekte Mischung aus unheimlichem, bösem, subtilem Horror und Mystery. Sie glauben mir nicht, da gibt es zwei Möglichkeiten, um das zu beweisen. Das eine ist, Sie können das Buch käuflich erwerben. Kleiner Tipp, dort gibt es von der Buchhandlung Strass einen Büchertisch. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hier sind und die Bücher sozusagen uns die Möglichkeit geben, die Bücher käuflich zu erwerben. Wenn Sie nachher heimlich den Saal verlassen, können Sie da ein Buch erwerben und dann nachlesen, ob es spannend ist oder nicht. Oder Sie hören jetzt einfach 20 Minuten lang zu, denn jetzt kommt er. Es heißt, der Großmeister der Kartenspiele. Das gefällt mir am besten, der George Clooney der Fantasy. Begrüßen Sie ganz herzlich mit mir den Bestseller-Autor Markus Heitz. George, komm zu mir auf die Bühne. Der ist nicht schlecht, oder? Der George Clooney, da muss ich mich setzen. Der George, ja genau. Hallo, einen so, wunderschönen guten Abend. Man sagt mir ja auch, ich sehe ein bisschen aus, habe blonde Haare und blaue Augen, aber das nur am Rande. Markus. Das Teufelsgebetbuch. Normalerweise lesen ja andere. Ich finde es ganz toll, dass du als Autor selber sehr gerne vorliest. Und ich werde jetzt ruhig sein und wir werden einfach in die Welt des Teufelsgebetbuch versinken. Viel Spaß mit Markus Heitz. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich versuche erst gar nicht so zu klingen wie er. Das ist immer toll, wenn man von jemandem vorgestellt wird, der Hörbuchsprecher ist und vieles mehr. Ja, da steigt der Druck. Jetzt weiß ich, wie man sich am Kartentisch fühlt, ja. Ich habe ein bisschen was mitgebracht, zwei kleine Szenen. Einige kennen die Szenen schon, aber ich versuche sie zu variieren. Ich mache andere Ausgänge von den Szenen. Nein, mache ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre live schwierig, aber ich würde es probieren. Ja, wir sind im Casino Baden-Baden und das ist sehr passend, weil der Roman unter anderem eben auch in Baden-Baden spielt. Und deswegen habe ich natürlich auch eine kleine Szene ausgesucht, die eben in der Stadt spielt und mit der ich gleich anfangen möchte. Doch vorneweg, wie kommt man auf die Idee, ein Buch über ein Kartenspiel zu schreiben? Das sind so ein, zwei Stichpunkten, ganz einfach, weil ich ständig bei Mau Mau verloren habe und so eine Karte sehr vorwurfsvoll angeschaut habe und gesagt, wo kommst du eigentlich her? Ja, also woher kommt das Kartenspiel? Und ich konnte mir die Frage selber nicht beantworten, wann das Kartenspiel historisch betrachtet zum ersten Mal nach Europa kam oder wo es überhaupt herkam und wer es erfunden hat. Und da bin ich auf einige Antworten gestoßen, die mir auch sehr viel Spaß gemacht haben. Später vielleicht mehr im Gespräch zwischen uns beiden, wenn wir auf das Buch dann noch ein bisschen zu sprechen kommen. Und aus den ganzen verschiedenen Recherchen und was ich alles rausgefunden habe, entstand im Laufe der Zeit immer mehr eine Idee. Und aus der Idee wurde noch eine größere Idee und viele andere Ideen. Und plötzlich war dann der Roman fertig. Ja, das passiert mir öfter, das gebe ich zu.
Und da ich da nicht anders kann, als einfach einen Roman draus zu machen, habe ich das getan. Und daraus werde ich jetzt ein bisschen vorlesen. Die erste Stelle, und 20 Minuten haben wir, ne, damit ich aufpassen muss, nicht zu überziehen hier. Ach so, bei der Gelegenheit sehe ich gerade, ich habe mein Handy noch nicht auf Flugmodus gestellt. Das tue ich mal ganz schnell, bevor mich Menschen anrufen. Ist zwar der 1.4., aber man weiß nie. Das ist noch ein altes Handy. Ja, so klingen alte Handys. Die erste Szene spielt in Baden-Baden, ich habe das schon angedeutet, und tatsächlich beginnt sie eigentlich im Casino. Und zwar, wir begegnen jetzt Thaddäus Boch. Thaddäus Boch ist hier im Casino, also imaginär natürlich. Ich glaube, es gibt ihn nicht wirklich. Das wird mich jetzt verwundern. Sicherheitsmitarbeiter. Er sorgt dafür, dass im Casino, wenn es kritische Situationen gibt am Spieltisch oder nicht ganz klar ist, wer jetzt den Einsatz gemacht hat, taucht er natürlich auf wie aus dem Nichts und klärt die Situation ganz schnell und ganz entspannt. Und bei dieser Gelegenheit entdeckt er an einem Abend einen kleinen russischen Oligarchensohn, der ist ein bisschen nervig, er benimmt sich nicht so, wie es sich eigentlich gehört. Und Thaddäus befördert diesen Oligarchensohn sehr schnell nach draußen. Dabei verliert dieser junge Russe eine Spielkarte, eine historische, die möchte er gerne wieder zurückhaben. Und Thaddäus gibt sie ihm und Thaddäus hat eine Vergangenheit, die natürlich sehr interessant macht für Spieler. Er war nämlich selbst früher Spieler, Profispieler. Ein Pokerer, der viele, viele Jahre auf der ganzen Welt damit verbracht hat, zu zocken und auch ganz viel zu gewinnen. Dummerweise hat er auch später ganz viel verloren. Das wirkt sich natürlich auch auf die Gegenwart für ihn aus. Und in den guten Zeiten, als er richtig gut im Geschäft war, hat er auch sehr hart gefeiert. Mit auch illegalen Substanzen. Das ist verwerflich, ja. Aber in dem Moment war es ihm tatsächlich auch egal. Und das hat aber zur Folge, dass er nicht mehr alles weiß von früher. Ja, das ist so ein bisschen so in einem Sumpf drin. Gelegentlich begrüßen die Menschen, die er gar nicht kennt. Also irgendwie ist ihm das also peinlich, aber naja, lässt sich nicht anmerken. Und gelegentlich merkt er auch, dass er Dinge kann, von denen er nicht wusste, dass er sie gelernt hat. Andere Sprachen zum Beispiel. Das kann noch unangenehmer werden, wenn Menschen sich nebenan über was unterhalten, das man nie hören wollte. Ja, so unangenehme Dinge. Aber gelegentlich ist es doch schon von Vorteil, wenn er irgendwie was schlichten muss. Er kann Fremdsprachen, von denen er nichts wusste. Unter anderem auch Russisch. Das hat er aber inzwischen verstanden. Und dieser kleine Oligarchensohn namens Lazarev erkennt Thaddäus als ehemaligen Profispieler, auch wenn er jetzt raus ist, auch wenn er denkt, er wäre von der Spielsucht geheilt. Und er versucht, gegen seine Riesenverschuldung anzukommen, hat Privatinsolvenz anmelden müssen. Und dieser junge Russe heuert ihn an, bei einer illegalen Spielrunde in Baden-Baden als Berater zu fungieren. Ich muss an der Stelle sagen, das ist frei erfunden. Ich weiß nicht, ob es in Baden-Baden illegale Spielrunden gibt, also das habe ich frei erfunden. Wenn es das gibt, davon weiß ich nichts. Falls jemand vorbeikommt, nein, das gibt es nicht. Ich habe das frei erfunden, ich wollte es nochmal gesagt haben. Nicht, dass bei mir klingelt. Und Thaddäus entschließt sich mitzugehen. Und weil er zum einen wissen möchte, was denn hier so hinter den Kulissen passiert, und zum anderen ist es für ihn natürlich auch ein Test, ob er seine Spielsucht im Griff hat, abseits der Überwachungskameras, die es im Casino überall gibt. Und so ziehen die beiden los und landen in einer alten Villa, ein ehemaliges Hotel, wo diese Runde steigen soll. Kaum sind sie da, er und der junge Oligarchensohn, die historische Spielkarte dient als Eintrittskarte für sie, kommt zu einem Zwischenfall, eine junge Koreanerin taucht auf, macht eine Riesenszene, hat sogar eine Waffe dabei, bedroht die Gastgeberin und auch den jungen Russen und schreit durch die Gegend, die Gastgeberin wäre schuld am Tod ihres Mannes. Sie hat eine Spielrunde in Monaco gegeben und da wäre er unter rätselhaften Umständen zu Tode gekommen. Thaddäus hilft, diese Situation zu entspannen und das funktioniert auch ganz gut. Und dann nimmt der Abend seinen Verlauf. Und was dann passiert, während Thaddäus in der alten Villa ist, und diese Szene kommt dann jetzt, nicht ohne mein Wasser. Ich merke schon, ich habe auch das größere Glas von uns beiden, das ist jetzt irgendwie, aber dann kommen wir auch nicht durcheinander. Thaddäus verließ zusammen mit Lazarev das Zimmerchen, in dem die aufgelöste Verlobte gebracht worden war. Ihm tat die junge Frau leid, die ihn an seine Tochter erinnerte. Die Todesfälle in Monaco, von denen er morgen noch gelesen hatte, wirkten bis nach Baden-Baden. Es ging Thaddäus nichts an, was in der monegassischen Spielrunde vorgefallen war, an der auch Lazarev teilgenommen hatte, aber sauber schien die Sache keinesfalls zu sein. Thaddäus grübelte über Poe nach, die Verlobte, und empfand Mitleid mit ihr.
Sie war ein Häufchen Elend, eine verzweifelte Frau, die nach Schuldigen suchte, und vermutlich lag sie mit ihrer Anschuldigung, dass etwas vertuscht werden sollte, gar nicht so falsch. Es geht mich nichts an, sagte er sich. Lazarev wurde von einer älteren, teuer gekleideten Dame angesprochen. Sie hatte ausgeprägte weibliche Rundungen, das Gesicht zeigte Spuren von kosmetischen Eingriffen. Geschmeide glänzte überall an ihr, sogar in den hochgesteckten Haaren. Nicht nur die Frisuren, auch die Züge zeigten eine leichte Ähnlichkeit mit der wesentlich jüngeren Empfangsdame. Sie teilen sich bestimmt Friseur und Chirurg, dachte Thaddäus. Ich gehe und spiele eine Runde Superieur, rief Lazarev Thaddäus zu. Aber nur eine kleine oder höchstens zwei. Hauen Sie bloß nicht ab, ich brauche Sie später noch beim Poker. Dann eilte er die Stufen hinauf, in die oberen Etagen. Doppelvecchia, die ältere Dame, kam auf Thaddäus zu und hakte sich ein. Ihr Kleid war sehr bunt und die Ärmel reichten bis ans Handgelenk. Mein Name ist Maxima Dimitrovna Solovjeva. Ich bin die Tochter von Katja, die Sie bereits am Eingang kennengelernt haben. Ich organisiere diesen wunderschönen Abend, bei dem Sie mithalfen, ihn zu retten. Oh, ich war, wenn Sie so möchten, nicht uneigennützig, antwortete Thaddäus auf Russisch. Oh, Sie sprechen sehr gut Russisch, nicht den Hauch eines Akzents. Sie kennen Herrn Lazarev Junior wohl besser? Nur vom Rauswerfen. Thaddäus grinste. Nicht so wichtig. Er hat mich als Berater für sein Pokerturnier engagiert. Sie gelangten an die kleine Bar. Thaddäus nahm sich ein neues Glas und füllte schwarzen Johannisbeersaft hinein. Als Kind hat er ihn zum letzten Mal getrunken, süße Schwere mit bitterer Note. Darf ich fragen, was Superieur ist? Oh, das. Das ist ein Kartenspiel, das die wenigsten kennen. Es gibt die Theorie, dass es sich parallel zum Pock, dem Vorläufer von Poker, entwickelt hat, erklärte Solovjeva. Es ist einfach und schnell, aber es macht dennoch sehr viel Spaß. Sie schien nicht mehr über die genauen Abläufe verraten zu wollen. Die meisten spielen es bei uns, wegen des Nervenkitzels. Seine Spielsucht fühlte sich durchaus angesprochen, diesen neuen Zeitvertreib zu testen. Thaddäus spürte das Kribbeln in den Fingern, ein sehr deutliches Kribbeln. Und die Karte? Oh, Sie meinen die historische? Er nickte. Nun, ich bin Dienstleisterin, Herr Boch. Und ich wurde von einem guten Kunden gefragt, der ein leidenschaftlicher Kartensammler ist, ob ich denn nicht anbieten möchte, diese historischen Belege frühester Spielleidenschaft als besonderen Einsatz gelten zu lassen. Oh, ich sehe schon, es gibt immer noch genug davon. Ja, ja, es gibt sie immer noch. Und bevor Sie fragen, ohne eine solche Karte kann sie leider nicht mitspielen. Solovjeva löste sich von ihm und drückte dabei seinen Oberarm, wie es Großmütter bei ihren Enkeln taten. Sie haben was gut bei mir, Herr Boch. Sie haben Schlimmeres verhindert und das nicht nur für sich selbst. Sie reichte ihm eine Visitenkarte, die sie aus ihrem Ärmel zog. Nicht verlieren. Darüber erreichen Sie mich, falls ich mich irgendwie bei Ihnen revanchieren kann. Sie drückte ihn noch einmal und wandte sich ab und ging mit ausgebreiteten Armen auf einen Gast zu, um ihn herzlich zu begrüßen. Thaddäus nahm das Glas. Das schwere, süßliche Parfum von Solovjeva hing in seinem Anzug. Eins ging er am Kamin vorbei, durch die Gartentür und auf die Terrasse der Villa. Im Freien roch es nach feuchtem Gras und neuem Morgen. Um das einstige Belle Epoque herrschte Stille, aus den Fenstern drang kein Licht nach außen. Lediglich die offene Tür erlaubte der Helligkeit, sich auf den Garten zu werfen und den Brunnen zu beleuchten. Die Umklammerung seiner Spielsucht verflog an der frischen Luft. Der Saft schmeckte lecker und weckte Erinnerungen an seine Kindheit. Thaddäus entspannte sich etwas und korrigierte erneut den Sitz der Kniebandage, wobei er einen leichten Stich in Höhe der Lendenwirbel spürte. Oh, ich alter Mann sollte ins Bett, dachte er. Er unterdrückte ein Gähnen und nahm einen Schluck Johannisbeersaft. Genießend seufzte er leise und blickte auf seine Armbanduhr. Kurz nach 2 Uhr morgens. Thaddäus wusste, dass das unheilige Kribbeln in seinen Körper, in die Hände, in die Fingerspitzen zurückkehren würde, sobald er hinter Lazarev am Pokertisch stand und dessen Partie verfolgte. Aber die Friedlichkeit des Gartens erlaubte ihm die Zuversicht, auch diese Probe zu meistern. »Werde ich es wirklich schaffen?«, überlegte er. Seine Krankheit konnte ihn nicht über ihre wahre Absicht hinwegtäuschen, und deswegen, so entschied er, würde er verschwinden und seinen Test an dieser Stelle abbrechen.
Das Risiko gehe ich nicht ein, dachte er. Er war weit gekommen und hatte ohne die Aufsicht der Kameras sich dem Poker entzogen. Die nächsten paar Jahre würde er auch noch durchhalten. Sollte sich Lazarev doch bei ihm beschweren, das focht ihn nicht an. Das Oligarchensöhnchen hatte die vollkommen fertige Miss Poe angelogen, ohne rot zu werden, und sich dann noch über ihren toten Verlobten lustig gemacht. Arschlöcher bekamen Thaddäus Loyalität nicht. Er stieg die Stufen hinauf und ihm kam ein Gedanke. Ich könnte den Gefallen bei Solofjewa einlösen, dachte er, indem ich vielleicht Poe aus dem kleinen Kämmerchen befreie, und über ihm flogen die zwei Klappläden auf und es klirrte. Thaddäus sah hinauf und wich gleichzeitig aus, womit er einem herunterstürzenden Holzstück entging, das Teil der Fensterabdeckung gewesen war. Im flirrenden Scherbenregen fiel eine Gestalt hinterher und schlug auf die Marmorterrasse. Die Glasstücke zerplatzten und hopsten umher. Der nachfolgende Fensterladen verfehlte den Liegenden um Zentimeter und zersprang. Thaddäus erkannte Morgan, mit dem er sich vorher noch unterhalten hatte, und der sich etliche Schnittverletzungen bei seinem Sturz durch das geschlossene Fenster zugezogen hatte. Sein linker Arm stand unnatürlich zur Seite, er war mindestens einmal gebrochen. In der rechten Hand hielt er eine Spielkarte, eine historische, wie der einsame Lichtschein aus dem Inneren verriet, die Treff 7, die noch vor kurzem im Besitz des Oligarchensohns gewesen war. Thaddäus' Herz tat einen freudigen Schlag mehr, ohne dass er wusste, warum. Keuchend zog sich der Mann am Geländer hoch und entdeckte Thaddäus. Im Backenbart glitzerten kleinste Glasstückchen, Sakko und Hose hatten gelitten und Risse zeigten sich im Stoff. »Helfen Sie mir, Boch«, bat er mit schmerzverzerrter Stimme, »schaffen Sie mich von hier weg!« Aus dem Kaminzimmer drangen Rufe. Der Lärm war gehört worden. Auch im zerstörten Fenster über ihnen zeigten sich Gesichter als helle, runde Flecken, die nach dem Gefallenen Ausschau hielten. »Du scheiß Betrüger«, schrie jemand, und Thaddäus erkannte Lazarevs Stimme. »Du hattest das Pik Ass, damit kommst du nicht durch.« Morgan versuchte einen Schritt, stöhnte unterdrückt. »Boch, helfen Sie mir, ich fliehe Sie an. In Macau habe ich Ihnen beigestanden, dieses Mal sind Sie an der Reihe.« Thaddäus wusste dank der Drogen nicht mehr genau, was in Macau passiert ist. »Was genau, das erkläre ich, wenn wir von hier verschwunden sind. Mein Wagen steht um die Ecke.« Morgan schlang den unverletzten Arm um Thaddäus' Nacken. Das Motiv der Karte leuchtete regelrecht auf, als freute sie sich ebenfalls, in Thaddäus Nähe zu sein. »Los durch den Garten! Hinten am Baumhaus kommen wir über den Zaun!« Am Fenster drängte jemand die Spielerinnen und Spieler zur Seite. Er reckte eine Waffe am ausgestreckten Arm nach unten und zielte, bevor eine Taschenlampe aufleuchtete und Thaddäus blendete. Nach einem leisen Plopp erklang das Klirren von springendem Marmor. Die Kugel sprengte ein Stück des Geländers weg, Splitterchen trafen sein Gesicht. Thaddäus fragte nicht weiter, sondern packte Morgan und warf sich rückwärts mit ihm über die Brüstung. Sie landeten in einer Rabatte mit knorrigen Rhododendren. Der Lendenwirbel stach beim Aufschlag, aber Thaddäus ignorierte es. Hinter ihnen erklangen weitere schallgedämpfte Schüsse. Ein, zwei Lichtkegel flammten aus und suchten in der Dunkelheit nach den Männern. »Es geht um die Treff 7, habe ich recht?«, fragte Thaddäus und hastete gebückt neben Morgan durch die Büsche an der Hauswand entlang. Noch blieben sie unbemerkt. »Geben Sie denen doch einfach...« »Nein, niemals«, keuchte der verletzte Mann zurück. »So teuer kann sie nicht sein, dass man dafür stirbt«, sprach er eindringlich. »Geben Sie die Karte mir und ich bringe sie zu, Solofjewa. Mir wird man nichts tun. Ich habe noch was gut bei ihr.« »Das hat nichts mit Solofjewa zu tun«, erwiderte Morgan und ächzte es. »Es geht um viel mehr. Diese Karte ist eine Besonderheit. Des Teufels Gebetbuch. Die Kugeln schlugen dicht neben ihnen ein und hackten sich durch das Unterholz und zertrümmerten Äste. Thaddäus zog den Kopf ein und entging den bläulichen, grellen Lampenstrahlen, die nach ihnen fahndeten. »Geben Sie denen die Treff 7«, beschwor er Morgan, störrisch den Kopf schüttelte. Sie schafften es durch die dichten Pflanzen bis zum Weg, der in das Gästehaus der Villa führte. Daneben erhob sich ein Baum mit Bretterhäuschen darauf und von dort gelangte man mit einem einfachen Sprung über den hohen Spitzenzaun und war in Sicherheit. Vorerst. Thaddäus betrachtete die grob gezimmerten Sprossen. Den Schwerverletzten hinaufzubugsieren, ohne von den Häschern entdeckt zu werden, erschien ihm unmöglich. Das hatte auch Morgan verstanden. Er drückte Thaddäus die Treff 7 in die Hand. »Nehmen Sie sie. Bringen Sie die Karte in Sicherheit, Boch. Auf keinen Fall. Darf sie in die Hände von...« Eine Taschenlampe leuchtete zu ihnen herüber und die Verfolger befanden sich auf der richtigen Spur.
Da drüben sind Abdrücke, rief einer und gab Schüsse aufs Geradewohl in ihre Richtung ab. Thaddäus duckte sich, die Projektile verfehlten ihn. Morgen gab ein feuchtes Husten von sich. Sein Atmen wurde nass und röchelnd und warme Tröpfchen trafen Thaddäus Züge. Verschwinden Sie, Boch, presste er hervor. Die werden denken, dass wir zusammenarbeiten. Da drüben sind sie, rief einer der Häscher. Hoch mit ihnen. Thaddäus packte Magen und fühlte Blut, das aus dem Oberkörper des Angeschossenen rann. Nein, sie müssen verschwinden. Die Karte, sie ist wichtig, schärfte ihm Morgen ein. Was immer kommt, wer immer danach fragt, geben Sie sie nicht her. Sie werden herausfinden, um was es geht. Erschlaffen sprach Morgen weiter, doch Thaddäus konnte dem Gestammel kaum erfolgen. Er versuchte, sich einzelne Worte und Silben einzuprägen, um darüber zu sinnieren, sobald ihm keine Kugeln mehr um die Ohren flogen. Nach einem langen Ausatmen entspannte sich Morgens Körper. Und gleichzeitig spürte Thaddäus einen heftigen Schlag in seiner Hand, welche die Treffsieben hielt. Zuerst glaubte er, eine Kugel hätte ihn getroffen, aber dann sah er ein helles Leuchten, das sich über die gesamte Karte zog. Thaddäus musste darauf starren und konnte sich nicht rühren. Zu faszinierend war der Vorgang. Die Konturen der abgebildeten, musizierenden Menschen und des Tanzbären sowie der kreuzartigen Wehrzeichen glommen nacheinander silbrig auf und die Flächen änderten die Farbe. Eine deutliche Hitze ging von dem bedruckten Papier aus, das sich auf Thaddäus' Finger übertrug. In seinen Ohren erklangen undefinierbare Geräusche, die nach einer Mischung aus dröhnendem Gesang und irrem Gelächter klangen. Und innerhalb eines Herzschlages stand für ihn fest. Die Karte musste in seinem Besitz bleiben. Ein Hergeben kam nicht mehr in Frage. Ob Thaddäus schafft, zu entkommen, ob sie ihn doch noch erwischen, was es mit der Karte auf sich hat, warum die sich freut, wenn Menschen sterben in ihrer Nähe. Diese und weitere Fragen kann ich aus dramaturgischen Gründen an dieser Stelle nicht näher erläutern, aber dazu gibt es Hinweise im Buch. Alles in allem, wer schon ein, zwei Bücher von mir kennt, mir macht es sehr viel Spaß, verschiedene Handlungsstränge zu bauen. Ich kann nicht anders. Also so ein Handlungsstrang, da fühle ich mich meistens unterfordert. Ist zwar fies, ich weiß, aber es muss dann immer so ein bisschen mehr sein. So. Und deswegen gibt es auch in dem Buch zum einen einen Gegenwartsstrang und zum anderen einen historischen Strang. Man hat es eben schon gesehen, es ist eine alte Spielkarte und offensichtlich reagiert die ein bisschen anders, als man von Spielkarten normalerweise erwartet. Mal gucken, was später da passiert. Nein. Und Thaddäus bekommt bald Unterstützung von eben dieser Verlobten, die kurz angesprochen wurde. Die beiden bilden sozusagen ein Team, um herauszufinden, was es mit dieser einen Karte auf sich hat. Und man kann sich denken, es bleibt nicht nur bei dieser einen Karte, es sind vielleicht noch mehr im Umlauf. Wir haben alle verschiedene Wirkungen auf die Menschen. Und was passiert wohl, wenn alle Karten in einem Deck wieder zusammenkommen und wenn damit gespielt wird? Auf dieser Frage geht das Buch nach. Um es auch nachzulesen. Und im historischen Teil beschäftige ich mich mit der Frage, wie das Kartenspiel entstanden ist. Also man verfolgt parallel die Geschichte eines jungen Kartenmachers namens Bastian. Und den lernen wir jetzt kennen. Und dazu gehen wir nach Leipzig. Manche, die meine Romane kennen, wissen, Leipzig taucht da öfter auf. Das gebe ich zu. Und Yay! Ja, Mensch. Ah ja, richtig, genau. Ha, ich erkenne ihn wieder. Der wird ein ganz gefährlicher Gegner später. Nehmt den schon mal gut in den Blick hier. Der hat was vor. Ich dachte mir, dieses Mal schreibe ich einen Roman ohne Leipzig. Ich habe das echt probiert. Hat nicht funktioniert. Aus historischen Gründen. Keine dramaturgischen, sondern historische Gründe. Denn ich wollte zeigen, wie damals Spielkarten gemacht wurden. Und diese Spielkarten, um die es geht, entstanden im 18. Jahrhundert. Und ich habe geguckt, wo gibt es denn verschiedene Hochburgen der Kartenmachermeister. Eine dieser Hochburgen war Altenburg, ist Altenburg immer noch. Manche Skatspieler werden vielleicht nicken und sagen, ja, Moment, das ist die Skatstadt Deutschlands. Da werden immer noch Spielkarten hergestellt. Und siehe da, aus Altenburg zogen Menschen damals durch ganz Deutschland und landeten unter anderem auch in Leipzig. Und in Leipzig dachte ich mir, jetzt gucke ich mal nach, wer in Leipzig alles Karten gemacht hat und stolperte dabei über die Familie Breitkopf. Die Familie Breitkopf hat sich sehr hervorgetan durch zum einen das Drucken von Noten. Das war damals nicht ohne. Die Familie Breitkopf hat es rausgehabt, bewegliche Lettern zu bauen
und damit Noten zu vervielfältigen. Die haben also Noten in Italien und Frankreich gekauft und haben dann gedruckt und an die deutschen Musiker verkloppt. Das war wohl recht einträglich. Jetzt standen also diese Druckpressen so rum und da hat sich Herr Breitkopf gesagt, auch da mache ich auch Spielkarten. Und in jener besagten Familie Breitkopf lief so ein junger Student hin und her, der es noch nicht so ganz drauf hatte und der eigentlich auch keine richtige Lust auf Studieren hatte. Goethe. Ja, doch, also er hat viel Spaß gehabt in Leipzig, glaube ich, aber richtig studiert hat er nicht. Also nicht so jetzt, also so ernsthaft, glaube ich. These. Auf alle Fälle, und die beiden Söhne oder zwei Söhne der Breitkopf-Familie und Goethe waren zusammen im Studium zumindest und standen in regen Kontakt und Austausch und dachte mir, ah Moment, das ist jetzt aber ein Elfmeter und den muss ich treten. Es ist also Leipzig, wir haben einen Kartenmacher, eine Kartenmacher-Familie, wir haben Goethe, jetzt fehlt ja nur noch praktisch der Faust. Und da dachte ich mir, hey, das ist mein Schnittpunkt, ich erkläre jetzt oder ich bringe meine Erklärung, wie Goethe damals auf die Idee kam, den Faust so anzulegen. Er war auch im Auerbachs Keller nachgewiesenermaßen. Und wie er auf die Idee kam, zum einen Mephisto vielleicht so aussehen zu lassen und was ein Pudel damit zu tun hat, der Frage bin ich auch nachgegangen. Und in der Szene, die jetzt spielt, im 18. Jahrhundert, 1768, da sind wir jetzt in Auerbachs Keller und wir begleiten Bastian, den Kartenmacher, wie er mit Goethe zusammen in Auerbachs Keller rumsitzt. Und ich meine nicht vorne diesen großen Keller, wo die meisten schon mal waren, sondern es gibt hinten die historischen Weinstuben. Da hinten drin spielt das Ganze. Bastian macht illegal Karten, weil es ist ihm noch nicht erlaubt, Karten zu machen. Erstens hat er noch keine richtige Anstellung. Zum anderen braucht man dafür einen Steuerstempel. Und wer das nachmacht oder fälscht, kriegt sehr schnell Probleme. Deswegen lässt er das aus. Darf aber trotzdem eigentlich keine Spielkarten machen. Tut's trotzdem. Alle finden seine Spielkarten super, er zeigt es auch gerne mal rum. Weiß aber genau, es könnte Schwierigkeiten geben, wenn die Obrigkeit anrückt. An diesem besagten Abend treffen wir Bastian in Auerbachs Keller und sind in den Gewölbekammern hinten drin und da wartet schon Goethe auf ihn. Und dabei entsteht dann folgende kleine Szene. Bastian bahnte sich einen Weg durch die Bänke und Menge und entschuldigte sich artig bei Remplern und hob Hüte auf, die hinabfegte. Ja, komm, setz dich zu uns. Goethe schob die jungen Kerle neben sich zur Seite. Darf ich vorstellen? Die Herren Frosch, Brandner, Siebel und Altmaier. Tapfere Studiosi allesamt und wie man sieht, kein Geld für guten Zwirn. Bastian grüßte in die Runde und setzte sich und legte Mantel und Kappe hinter sich. Die jungen Männer tagten schon länger und vertrieben sich die Zeit mit den schlechten Karten. Ihr Ton war rau und laut, die Scherze über die Gegner und die anderen Gäste im Keller waren grob. Man wollte die Partie Schafkopf noch zu Ende bringen, um sich dann was Neues anzufangen. Der Gedanke, das fleckige Blatt anzufassen, widerte Bastian an. Das deutsche Spiel hat ihm ohnehin nie gefallen. Er mochte die französischen Farben viel lieber, weil sie eleganter daherkamen. Bastian sah, dass Goethe fleißig in sein Notizbüchlein schrieb, als führte er Protokoll wie vor Gericht. Vermutlich ging es um Inspiration für eine neue Geschichte oder irgendein Gedicht. Dann fiel sein Blick auf den Tisch, grob gezimmert und das Holz feucht vom vergossenen Wein. Er wusste, dass sie nur darauf warteten, dass er ihnen seine neuen Karten zeigte. Aber sie waren Bastian zu schade. Sie hatten weder Fettfinger noch andere Schmutzspuren verdient. Frosch ließ sich mit dem Rücken gegen die Wand sinken. Ach, was für ein schöner Abend. Ja, mein Leipzig lob ich mir, murmelte Goethe. Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute. Ja, eingebildet, das kann man wohl von manchen im Keller sagen, hielt der grobschlächtige Siebel dagegen und schaute zu Bastian. Nun, was ist? Heraus mit deinen Karten. Bastian blickte zu Goethe, der versuchte ein unschuldiges Gesicht zu machen und sich in ein Büchlein vertiefte. Woher weißt du, dass ich Karten habe? Hier, Freund Goethe hat's verraten. Altmaier beugte sich nach vorne. Aber wir behalten es für uns. Die fordernden Blicke der Studenten und der Drang, Lob und Bewunderung für seine Arbeit zu erhalten, die er von seiner Frau nicht bekam, brachten ihn dazu, die Linke aus der Tasche zu ziehen und das Kartenspiel mit den französischen Farben zu zeigen. Den Platz für den Steuerstempel auf dem Herzass hatte er ausgespart, um sich nicht den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, er hätte das Kurfürstentum betrogen oder den Stempel sogar gefälscht. Hier ist es. Bastian gab die Karten einzeln in die Runde. Meine Herren, vermeidet Flecken, die sind zu schön, um beschmutzt zu werden.
Kaum war die erst unterwegs, sonnte er sich in dem Staunen, das auf den Zügen der jungen Männer lag. Auch Stock verzog anerkennenden Mund, was bei einem Meister wie ihm von größerer Bedeutung als bei den Studenten war. Ich weiß, es gibt noch ein bisschen was zu verfeinern, aber wenn sich der Herr Breitkopf entschließt, ins Kartengeschäft einzusteigen, dann werde ich mir die besten Blätter machen. Ja, daran zweifle ich nicht, sagte Brandner beeindruckt. Nicht einen Herzschlag lang, fügte Siebel hinzu. Ich würde es auf der Stelle kaufen. So, ihr habt genug geschaut. Nun geschwind zurück zu mir, verlangte Bastian. Seine Frau hat ihn gewarnt, dass es keine gute Eingebung sei, die Karten mitzunehmen. Nicht so hastig, Frosch streichelte die Kreuzdame. Damit würde ich siegen. Bastian wandte sich um und warf Blicke durch das Gewölbe, ob sich die Ordnungsmacht oder ein Ratsherr auf den Weg zu ihnen machte. Und tatsächlich. Ein Mann, geschätzte 60 und in einem schlichten Gehrock, dessen Schnitt ebenso elegant, so militärisches anhaftete, kam leicht hinkend herüber. Die Augen wirkten alt, als hätten sie 100 Jahre gesehen und mehr. Die langen schwarzen Haare mit den Silbersträhnen trug er im Zopf, gehalten von einem dunklen Samtband. Und vom verzierten Dreispitz tropfte das Schmelzwasser. Bastian erstarrte. An seiner Seite lief der übergroße schwarze Pudel, der ihn und Goethe im Schneegestöber aufgeschreckt hatte. Er sah auf den Boden des Kellers, ob sich an den Pfoten glühende Abdrücke abzeichneten. Aber das Kunststück blieb aus. Die Gartenherr zischte in die Runde und streckte die Hände aus. Schon hatte der Mann sie erreicht. Der schwarze Hund setzte sich neben ihn, die Augen abwechselnd auf den Kartenmacher und Goethe gerichtet, als wollte er Lob von seinem Herrn, dass er die Männer aufgespürt hatte. Guten Abend, grüßte der Mann mit sonorer Stimme. Die Studenten fuhren erschrocken zusammen, bemerkten sie erst in dieser Sekunde. Verzeiht, Herrn Studiosi, aber ich kam nicht umhin. Diese Karten, er streckte eine dürre Hand mit langen, gefeilten Nägeln aus und der Zeigefinger richtete sich auf das Spiel. Diese Karten zu bemerken. Sie sind meisterlich. Wem gehören sie und wo kann ich sie erstehen? Die Männer sahen sich schweigend an und suchten nach einer Ausflucht. Goethe stierte auf den Pudel und machte sich noch kleiner. In Frankreich habe ich sie gekauft, sagte Bastian schließlich mit allem Mut zur wahrhaftigen Lüge. Noch ganz frisch, aus Lyon. Ah, Lyon, die Stadt der Kartenmachermeister. Der Mann deutete eine Verbeugung an. Dietrich, mein Name, aus dem schönen Leipzig. Nun, wenn Sie aus Lyon sind, dann frage ich mich, wo der Steuerstempel auf dem Kreuzbuben abgeblieben ist? Bastians Herz schlug bis zum Hals. Sie fiel mir ins Wasser und... Dietrich lachte freundlich. Fürchtet mich doch nicht, mein Herr. Ich bin kein Mann der Obrigkeit, sondern ein Freund und Liebhaber der Karten. Er beugte sich zu ihm. Ihr wart es. Ihr habt sie gemacht. Das sind nur Proben, versuchte es Bastian wieder, um einen Fabrikanten zu beweisen, dass ich es kann. Ich weiß. Dietrich lächelte und zeigte frische, weiße Zähne, unverbraucht und ohne Färbung, wie Bastian sie nur von kleinen Kindern kannte. Machte mir ein Spiel. Nach meinen Vorgaben, Herr Kirchner, es soll euer Schaden nicht sein. Wie aus dem Nichts hielt er einen Lederbeutel in der krallenhaften Hand, in dem es klirrte. Wie schnell könnt ihr das bewerkstelligen? Hey, der alte Mann, ich fragte Kirchner zuerst, beschwerte sich Siebel. Und ich hab mehr Geld, warf Altmaier ein. Ihre Blicke, die sie dem Betagten zuwarfen, wurden feindselig. Der Pudel knurrte drohend und zog die Lefzen zurück. Es gefiel ihm anscheinend nicht, wie mit seinem Herrn gesprochen wurde. Ihr könntet es heimlich tun. Es müsste niemand erfahren, raunte Dietrich verführerisch. Tut mir den Gefallen und... Ich erfülle euch dafür jeden Wunsch, den ihr euch erdenken könnt. Jetzt lasst es gut sein, Niedrig, rief Siebel. Kirchner gehört zu uns. Habt ihr gehört, was er versprochen hat? Jeden Gefallen, sagte er. Pah, nur Gott und der Teufel vermögen alles auszurichten, aber nicht ihr, maßregelte Altmaier den Alten mit erhobenem Zeigefinger. Den Teufel spürt das Völkchen nie, auch wenn er sie beim Kragen hätte, erwiderte Dietrich. Was ist jetzt mit meinen Karten? Wer dieser Dietrich ist, ob er seine Karten bekommt, was er im Schilde führt, dies und weitere Fragen kann ich aus dramaturgischen Gründen jetzt nicht beantworten, aber dazu gibt es Hinweise im Buch. Ja,
Noch ein paar Hinweise. Also es gibt ganz viele historische Figuren. Auch diesen Kollegen, ich hätte eben beinahe Dietmar gesagt, beim Vorlesen. Das, ist ja schon meine Lieblingsfigur, Dietrich. Ja. Ist ja, ja. Im Übrigen, großen Applaus bitte mal. Also, Markus, danke. Ganz toll, ganz toll. Ja, und noch abschließende Worte dazu. Es macht unglaublich viel Spaß, historische Dinge mit einzubringen, abgesehen von Locations oder Goethe. Aber wer sich später ein bisschen damit beschäftigt und guckt, wer von diesen Figuren überhaupt, wen es gibt, ob welche davon es gibt. Diesen Kollegen Dietrich gab es wirklich, der hat in Leipzig gelebt und dem wurde auch der Hexenprozess gemacht, allerdings nicht in dem Jahr, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Und sowas macht halt sehr viel Spaß, wenn man so kleine historische Details einbauen kann, die man aber dann in das Buch so einwebt, dass es vielleicht doch so gewesen sein könnte. Markus Heitz. Markus, was mir jetzt spontan beim Lesen aufgefallen ist, weil du sagtest, von wegen Hörbuchsprecher, hast du jemals darüber nachgedacht, deine Hörbücher selber oder deine Bücher selber einzusprechen? So mal als Eingangsfrage. Ja, aber nee, nicht so wirklich. Ich setze mich jetzt mal hier beim Frühstück zu dir. Das ist doch gemütlicher. So, jetzt geht eine kleine Fragerunde los. Nee, das würde mich wirklich mal interessieren. Also wäre das was für dich, Hörbuch selbst einzusprechen? Ich habe ja inzwischen so ein bisschen mitgekriegt, wie viel Arbeit das ist. Ja? Ja. Also es ist ja nicht so, wie so bei einer Lesung, du liest eine Stunde und bist damit durch, sondern ich weiß, dass Hörbuchsprecher echt lange und am Stück einlesen. So, und ich kenne meine Stimme sehr gut und die nach einer Stunde klingt die dann, also ich beginne in der Tonlage, dann klingt sie dann irgendwann so und nach spätestens 2 Stunden klingt sie dann so. Das heißt, man müsste die CD oder was auch immer so... Stündlich aufnehmen, also ja, eine Stunde. Ungefähr so, genau. Oder zum Schluss klingen irgendwie alle so, also... Aber man merkt, es macht dir sehr viel Spaß zu lesen, ja. Was ich wirklich toll finde, weil es ist ja selbst nicht selbstverständlich, dass Autoren selbst ihre Bücher so vortragen, dass wir alle immer sagen, wow, wir sind in der Geschichte drin. Und ich hatte das Gefühl, also ich war in der Geschichte drin, ich war im Auerbach-Keller und auch davor, also ein Grund mehr, das Buch, wie gesagt, nachher gerne auch noch mitzunehmen. Das nur dazu. Markus, wir haben ja eine Szene im Casino erlebt, Baden-Baden. Wie oft warst du denn jetzt recherchemäßig im Casino? War das ein Grund, öfter ins Casino zu gehen? Das klingt so nach Fangfrage jetzt, ne? Also, genau. Sag mal, wie oft gehst du eigentlich Casino? Also ich war schon tatsächlich öfter auch in Baden-Baden. Und einfach nur zu gucken, welche Leute kommen her, wie sind die Leute beim Spiel, was macht das Spiel mit Leuten? Die verändern sich innerhalb von 2 Gewinnen. Das ist, also wenn wir später mit der Veranstaltung durch sind, ruhig mal später ausschwärmen und sich an den Roulette-Tisch stürzen, da bin ich dann meistens. Das ist sehr spannend zu beobachten, was mit Leuten geschieht. Wie sie einsetzen, wie sie sich benehmen am Tisch. Und klar gehört das zur Recherche mit dazu. Und Monaco war ich schon, habe mir das Ganze mal angeguckt. Und ja, das gehört alles mit zur Recherche. Und welches Glücksspiel, das hast du ja gerade schon erwähnt, hat es dir am meisten angetan? Roulette? Ich finde Roulette tatsächlich, das ist das Ehrlichste oder das doch Ehrlichste von allen. Weil so viel Risiko, wie du bereit bist einzugehen, so viel kriegst du zurück. Es ist 1:1, also genau, du gibst es hin und dann hast du es entweder zurück und oder eben nicht. Je nachdem, wie hoch dein Risikograd ist, den du eingehen möchtest, wenn du auf eine Zahl kriegst, kriegst du das 35-fache. Wenn du auf Rot oder Schwarz setzt, kriegst du das, was du bekommen hast, das Doppelte, weil die Chance eben fast 50-50 ist. Es ist nicht ganz 50-50, weil noch die Null im Spiel ist, ja, nicht vergessen. Deshalb finde ich Roulette sehr angenehm. Bei Poker hätte ich gar keine Chance. Da sind halt Leute, die das schon sehr lange tun und richtig gut machen. Dann würde ich mich einmal hinsetzen, würde freundlich in die Runde grüßen, würde meinen Einsatz auf den Tisch legen und würde dann wieder gehen. War schön hier, schön, dass wir uns alle mal gesehen haben, aber das war's dann. Genau, kommen wir zum Pokerface, das frage ich euch nachher auch nochmal, von wegen das Typische. Ich glaube, ich würde mich so freuen, wenn ich eine Karte in der Hand hätte, dass man mir sofort ansehen würde. Ich kann sagen, als wir Superieur im Vorausscheid sozusagen gezockt haben, hat man manchen sehr deutlich angesehen, welche Karten sie in der Hand hat. Am Anfang, dann denken auch alle, das ist Strategie. Ja? Also der oder die freut sich jetzt so richtig und dann denkst du dann, nein. Also manche haben sich aus Versehen heftig gefreut. Das war schon sehr schön. Ist ja dann auch wieder sehr charmant. Also alleine aus Rücksicht würde ich den dann gewinnen lassen, aber das nur am Rande. Wenn wir jetzt mal stellen, also welcher Stellenwert haben Schauplätze wie zum Beispiel ein Casino? Wenn du jetzt eine Geschichte erfindest oder für dich entstehen lässt, hast du dann oft erst Schauplätze vor Augen oder hast du die Geschichte, die dann dich im Grunde genommen auf die Schauplätze hinführen oder ist es eine Kombination? Also in dem Fall war es völlig klar, da die Figur, der Held so angelegt war als ehemaliger Spieler, wollte ich ihn halt nicht nur irgendwo in einer kleinen Wohnung zeigen, wo er halt rumliegt, sondern eben zeigen, was er vorher alles schon hatte. Ja, also Spielcasino, man sieht ja, es ist jetzt, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht irgendwie
zurückhaltend, ja, sondern es macht schon ordentlich was her. Du hast überall Kronleuchter, das Ambiente ist super. Und in der Welt hat er sich früher bewegt. Aber dazu gehört er nicht mehr so richtig. Also er ist nur am Rande mit dabei. Und das wollte ich eben zeigen. Zum einen, was er früher hatte und dass er das eben nicht mehr hatte. Und bei der Gelegenheit eben auch noch ein bisschen Glamour sozusagen ins Buch mit reinbringen. In dem Fall war die Location auch schon sehr wichtig und diente eben auch als Hinweis. Aber ist es unterschiedlich bei den anderen Büchern, die du schreibst, dass du sagst, nee, manchmal ist es auch so, dass ich die Geschichten erst habe und dann in ein Casino oder in einen anderen Raum komme? Oder ist es wirklich immer ähnlich bei dir von der Verhaltensweise? Casino bedeutet ja automatisch immer gleich Spannung. Das kennt man ja auch von Bond. Stimmt. Ja, ne? Da war doch was. So ein Zufall. Ja. Das kennt man ja von Bond, weil im Casino geht es ja immer um was. Du gehst ja nicht rein normalerweise, also in Filmen oder in Büchern kommt ja keiner rein, dreht eine Runde, trinkt einen Cocktail und geht wieder, sondern die meisten gehen ja dann richtig so schön all in, wollen was erleben. Und deshalb steht ein Casino für ein gewisses Gefühl, für ein gewisses Erlebnis. Und das gehört da eben schon mit rein. Das kann man auch in anderen Romanen mit einsetzen, das habe ich auch schon gemacht, in anderen Romanen, zumal es sich da auch angeboten hat. Ja. Und einfach um zu zeigen, auch was es noch alles gibt. Und wenn man dann vor Ort war, kann man noch mehr zeigen, weil du dann so ein paar Sachen mitkriegst, die du in Filmen nicht siehst, die du bei, keine Ahnung, irgendwo im Internet auf Bildern auch nicht siehst, sondern du warst vor Ort und weißt, hinten die Tür, dann rechts runter und da ist irgendwas, das macht es halt nochmal doppelt spannend. Du wirst ja nun auch als Großmeister der Fantastik gefeiert. Nun kommt jetzt ja. Der George Clooney, den finde ich wirklich nach wie vor mein Bestes. Also nun kommt ja aber das Teufelsgebetbuch wirklich gänzlich ohne Fabelwesen, Drachen oder Zwerge aus. Es war sehr schwer, das gebe ich zu. Ja. Ja? Ja. Genau, interessant. Das ist ja eher so ein Roadtrip. Charakter, ich musste auch ständig die Werwölfe rausscheuchen, ja, und die Vampire. Die waren dann im Casino irgendwo. Ich habe dann immer die Vorhänge aufgezogen, damit die Vampire wieder gehen. Das ist tatsächlich in dem Fall auch pure Absicht. Eigentlich mehr den Thriller-Charakter, den Rätsel-Charakter noch mehr zu betonen. Und jedes extra erfundene fantastische Wesen, Vampire, Werwölfe oder was auch immer, hätte von den Karten abgelenkt. Und mir war völlig klar, in dem Roman müssen die Karten, dieses Kartenspiel, dieser Kartenmacher oder auch in der Vergangenheit Dietrich eben, die müssen das alles tragen. Ich brauche keine extra Zubehör, wenn man so möchte. Und aus dem Grund gibt es darin auch ausnahmsweise mal nichts Sonstiges. Keine Zusätze. Werwölfe, die kommen heute Abend vielleicht noch. Aber ist es für dich jetzt so, dass du sagst, es ist eventuell wirklich ein Genrewechsel bei dir zu erwarten oder war das jetzt wirklich erstmal jetzt momentan auf dieses Buch bezogen? Ach, ich bin da... Ich schrecke ja fast vor nichts zurück, sage ich mal so ganz vorsichtig, außer vor Romance. Das habe ich ja schon mal probiert, so für mich im stillen Kämmerlein, weil ich wissen wollte, kriege ich das hin? Ja? Also welches Gefühl muss man dabei haben, um das zu schreiben? Die gleiche Tastatur, die ich sonst auch mal benutze, ja, hatte plötzlich andere Buchstaben. Ich hatte das Gefühl, es waren chinesische, ja, oder japanische und es hat nicht funktioniert. Ich kam nicht in diese Romance-Stimmung. Deshalb würde ich sagen, Thriller, kein Problem. Politisches, auch kein Problem. Aber Romance, schwierig. Aber Thriller, jederzeit gerne wieder, auch mal ganz ohne was Übersinnliches. Du, pass auf, wenn du eine Romantik schreibst, ich hätte dann... Ich nicht sagen sollen. Ich werde sie einlesen für dich. Ja, genau, dann mache ich den Hörbuchcharakter dazu. Ja. Okay. Challenge accepted. Vor allem viele Liebesszenen, bitte. Oh mein Gott, stell dir vor, das wird ein Erfolg. Ja. Dann weißt du, was für den Rest deines Lebens. Da musst du aber auch einen Film mitspielen. Herzlichen Glückwunsch. Du lässt dir ja auch wirklich für eigentlich fast jedes Buch was ganz Besonderes einfallen. Heute sind wir im Casino. Gefilmt. Egal, ja. Ja, genau, das machen wir dann zusammen. Ja, genau, ich spiele die Frau. Am Rande. du lässt dir wirklich oft was einfallen, sei es ein Videospiel. Ja. Für dieses Buch hast du ein Lied produziert und sogar ein Musikvideo dazu drehen lassen. Und es ist ja wirklich so, dass man eigentlich sagen kann, du bist eigentlich ja nur Autor. Aber der Begriff Schriftsteller reicht ja, wenn du sagst, du produzierst oder bist daran beteiligt, wenn Musikvideos gedreht werden, wenn Songs gemacht werden, wenn ein Videospiel produziert wird. Das reicht ja eigentlich, der Begriff Schriftsteller reicht ja gar nicht mehr aus. Würdest du selbst für dich sagen, du bist so einer, der eigentlich immer wieder tausend Ideen hat und die einbringen muss und das hört beim Schriftsteller sein gar nicht auf, sondern fängt da erst an? Also ich habe mich inzwischen mit mir selber auf Kreative geeinigt, weil ich mache viel verschiedene Sachen, aber es hat immer was mit Storytelling zu tun. Also es geht immer darum, Geschichten zu erzählen. Mit welchem Medium ich das mache, ist mir eigentlich fast schon egal. Das kann ich über Videos machen. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich sowas in die Richtung gemacht habe. Aber auch wenn man dann versteht, wie es ungefähr abläuft, ist es auch wieder Geschichten erzählen mit anderen Mitteln. Und das macht mir unglaublich viel Spaß.
jetzt was ganz anderes zu machen, anstatt Geschichten zu erzählen, das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Aber so im Laufe der Zeit habe ich rausgefunden, was ich mir selber zutrauen und zumuten kann und was ich lieber sein lasse. Handwerker zum Beispiel oder sowas. Nein, keine Fliesen an die Wand, das tun andere Menschen. Nein, das kann ich nicht. Das möchte ich auch gar nicht. Aber so in dem anderen kreativen Bereich austoben, da finde ich Herausforderungen eher spannend als abschreckend. Wäre dann interessant, also wahrscheinlich ist es, also könnte ich mir vorstellen, ich habe dich ja erlebt beim Videodreh jetzt, dass du wirklich diese Geschichte hattest für dich, also das Buch war ja fertig, und dass dann während dieser Geschichte vielleicht so eine Idee entsteht, wie in einem Song. Das hast du ja auch gesagt, du hattest immer einen Song vor Augen, oder vor Augen ist gut, also im Ohr, als du dieses Buch auch geschrieben hattest dann. In dem Fall ist es dann gut, wenn man Leute kennt, die nicht wie ich nur was im Ohr haben, sondern die das auch als Song umsetzen. Das ist halt wichtig, wenn du was nicht selber kannst, musst du jemanden kennen, der das dann irgendwie in die Wege leitet. Und dann kam eben eins zum anderen. Markus Gorstein, der den Song geschrieben hat. Tollen Song, wirklich. Habe ich dich am Musical zusammen gerade und habe den gefragt, sag mal, hast du Lust auf einen Bond-Song oder so? Sagt er sofort ja. Und Nina, die Sängerin, habe ich über Anni Bertram kennengelernt. Anni Bertram ist eine Fotografin und Nina war Model. Und ich wusste, sie ist auch Musical-Darstellerin. Und da habe ich Anni gefragt, ob sie Lust hätte, das Video zu machen. Und Nina war die perfekte Besetzung für dieses Video, weil sie vor ihr kann man Angst haben und sie bringt das super rüber und mit einer sehr schönen, bösartigen, boshaften, gefährlichen Eleganz. Das war also perfekt. Also ich lade Sie ein, gucken Sie sich das wirklich mal an. Das ist wirklich ganz toll. Und Nina hat wunderbar gesungen. Ganz im Übrigen so das Schicksal, wie es sich fügt. Gestern Abend war ich auf dem Abschlussball für meinen Sohn mit meiner Frau zusammen und Nina hat gesungen, das wusste ich allerdings nicht. Plötzlich sehe ich oben dieses Bond-Girl stehen und denke, sag mal, Moment mal, die habe ich doch gar nicht vor so allzu langer Zeit beim Video gedreht. Die hat mich doch vor kurzem noch im Video umgebracht. Ja, genau. Nee, sie hat mich umgebracht, aber ist egal, genau. Ich hätte eigentlich böse sein müssen. Markus, deine Romane haben ja oft in der Grundstruktur so diesen typischen Heldenmythos, diese Mythen, die entstehen. Hast du diese Struktur immer vor Augen, wenn du schreibst, dass du sagst, nach diesem Konstrukt konstruiere ich auch meine Geschichten, oder entsteht das, passiert das beim Schreiben? Ganz viel klassisches Erzählen ist eigentlich, wenn man so möchte, bei jedem von uns schon angelegt, weil man mit Geschichten groß wird und ganz viele Geschichten laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Das ist nicht schlimm, wenn man versteht, dass es so sein muss, weil wir vom klassischen Geschichtenerzählen reden. Das begann irgendwann, wenn die Menschheit dann am Lagerfeuer zusammen rumsaß und erzählt hat, wie das Mammut erlegt hat oder sonst irgendwas, haben alle zugehört. Und diese Erzählstrukturen blieben über Jahrhunderte gleich und haben sich weiter verändert, aber es ist ganz viel drin. Und diese Struktur übernimmt man beim klassischen Erzählen natürlich automatisch mit, weil es auch gewissen Halt gibt beim Lesen. Und ich weiß, ich mute meinen Leserinnen und Lesern gelegentlich viel zu mit diversen Handlungssträngen und Sprung in die Vergangenheit und wieder zurück. Aber da ich diesem Pfad folge, ist es immer noch einigermaßen nachvollziehbar. Es gibt natürlich andere Erzählmöglichkeiten oder Experimentellliteratur, das ist jetzt eher nicht so meins. Aber mir ist schon vornherein klar, was ich da machen möchte. Wenn du selbst, fällt mir jetzt gerade ein, liest du selbst auch Bücher, die so komplex strukturiert sind wie deine eigenen, oder liest du eigentlich eher ganz stringente Geschichten? Ich lese eigentlich schon seit langer Zeit nicht mehr ganz so viele Romane, weil ich keine Zeit habe. Ich bin ja ständig am Romane schreiben, also dann bleibt nicht viel Zeit für Romane lesen. Oder ich fuchse mich in irgendein neues Thema ein, beim Kartenspiel, Hintergrundrecherche, das nimmt alles viel Zeit in Anspruch. Wenn ich dann aber was lese, dann ist es meistens was Kleines, Überschaubares, meistens eher Kurzgeschichten und Dinge, die mit Fantasy, Horror, Science Fiction nichts zu tun haben. Thorsten Sträter, Grüße an Thorsten Sträter, das zum Beispiel ist super, weil das sind lustige Texte, es ist sehr abstrus, aber gelegentlich erkennt man sich doch selber wieder im Alltag und bei sowas kann ich super entspannen. Wir haben jetzt in der Lesung Thaddäus Boch kennengelernt, deine Hauptfigur. Wie würdest du den jetzt beschreiben? Du hast ihn ja schon so ein bisschen umrissen, aber für dich jetzt Personenbeschreibung, Thaddäus Boch, Steckbrief. Steckbrief? Ja. Sehr, sehr klar, sehr eindeutig, überschätzt sich gelegentlich in seiner, in seiner Weise, Situation und sich selber einzuschätzen, steht aber zu dem, was er macht, ja, so will ich ihn darstellen. Das ist Thaddäus. Wie sieht er aus? Ich habe ihn ein bisschen kleiner als mich gesehen, ein bisschen schlanker, also trainierter. Ich bin auch trainiert, aber... Wollte ich gerade sagen, du bist doch... Ja. Also, ein bisschen schlanker. Der war heute joggen. Und, ja, stundenlang durch Baden-Baden. Und an Geschäften vorbei und nein. Und natürlich älter, mindestens 50, so um die Kante. Du hast ja nun ein Kartenspiel entwickelt für dieses Buch. Wie kamst du auf die Idee, ein Kartenspiel zu entwickeln? Weil ich glaube, das fragen, wir haben sich viele gefragt, es werden sich viele fragen.
Wie kam es dazu? Es war spannend zu sehen im Zuge eben auch der Recherche, wie viele Kartenspiele es früher gab, von denen ich noch nie gehört hatte. Also was Menschen früher in Karten gezockt haben. Poker kam ja erst viel später ins Spiel. Es gab Whisten, die anderen Namen habe ich schon alle wieder verdrängt, weil ich schon wieder andere Romane geschrieben habe. Aber es gab eine ganze Reihe von Kartenspielen, die aufgeführt wurden, mitunter erlaubt oder verboten, je nachdem, was gerade en vogue war. Und da in Regelwerke zu kommen, ist auch gar nicht so einfach. Wenn man Glück hat, findet man irgendwo eine Website oder muss ins Archiv gehen irgendwo und da sind die alten Regelwerke noch drin. Das fand ich super spannend. Ich dachte mir, naja, wenn ich jetzt schon einen Roman schreibe, in dem es um ein Kartenspiel geht und ein historisches, da kann ich auch noch ein Kartenspiel dazu erfinden. Und das darf nicht so kompliziert sein. Ja, also wenn Karo 7 kommt, dann muss man die andere 8 dazulegen und den Buben durch 2 teilen. Und dann, nein, das war mir zu kompliziert. Deshalb im Grunde geht es darum, wer hat am Ende nach 3 Zügen die höchste Karte und wer ist nicht von der Todeskarte erwischt worden. Darum geht's. Habt ihr das auch so empfunden, wenn ich jetzt mal rüber fragen darf, dass es wirklich einfach zu verstehen war, das Kartenspiel? Ich meine, sonst würdet ihr hier nicht sitzen wahrscheinlich. Aber Bas, würdet ihr dem zustimmen, dass es wirklich verhältnismäßig einfach zu verstehen ist? Faszinierend. Das ist eine Karte. Ja. Ja, Mensch. Ja. Das Schöne an diesem Spiel ist, dass die Spielmechanik es erlaubt, also es gab am ersten Abend oder es gab immer in der ersten Runde, wenn bei einem sich so die Chips gestapelt haben, weil am Anfang eben alle ganz viel mitgehen, dann hat einer plötzlich so einen Turm vor sich stehen, dann hat man in der Runde immer schon die ersten langen Gesichter gesehen und gedacht, okay, das Spiel ist jetzt schon durch. Und so nach 4-5 Runden haben wir plötzlich gesehen, nee, ist es nicht, sondern es verteilen sich die Chips plötzlich überall wieder mehr und es gab da einige überraschende Wendungen, wo Menschen so kurz vorm Chips-Exitus standen, gingen so all in und einer von denen sitzt heute Abend hier und hätte auch nicht gedacht, dass er das, also das war sehr spannend mitzuverfolgen. Also ich glaube, wir können alle gespannt sein auf nachher. Es liegen jetzt 2 Wochen Kartenturniere hinter dir. Ja. Welche Tipps kannst du denn heute den Spielern geben, wie sie dich eventuell noch austricksen können oder überraschen können? Natürlich darfst du nichts verraten, weil du willst ja gewinnen. Ich wollte aber sagen. Aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das okay. Das ist so das alte Schurkenproblem. Das ist genau wie übrigens, sehen sie man mir kann den Todesstern zerstören, indem man da entlang fliegt und dann, nein. Natürlich nein. Nicht. Die Schurken verraten nie, was sie noch in der Hinterhand haben. Also nur die schlechten Schurken, weil ne, da werden sie immer besiegt. Deshalb verrate ich gar nichts, was meine Strategie sein wird. Sehr schön. So, jetzt haben wir was ganz Spannendes. Und zwar, ich hatte Ihnen ja versprochen, Lovely Books, dass ich jetzt Fragen für Sie stellen werde. Ich hoffe, das funktioniert, die Technik. Also ich werde jetzt dieses, ja, ohne Werbung zu machen, dieses technische Tablet nehmen. Ist eine Himbeere drauf? Nein. Ich glaube, es müsste funktionieren, wenn ich jetzt mal hier so drauf drücke. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, Sie sehen, ich bin sehr begabt. Und es tut was. Es tut was. Ich habe wirklich hier Fragen. Also ich fange nochmal an. Zum Glück habe ich keine Lesebrille dabei, aber man kann es ja, das lernen ja Kinder heute als erstes am Fernseher. Ne? So, Papa, warum geht das nicht größer? So, Tara Lightwood fragt, hattest du beim Schreiben manchmal selbst vor deinem Buch Angst? Oh, das ist gut, ja. Hattest du Angst? Oder danach? Nee. Ich habe also vor meinen eigenen Büchern prinzipiell nie Angst, ja. Das ist ganz wichtig. Ich träume auch nicht davon. Also ich glaube, bei Stephen King, also schon gefühlte mindestens 20 Jahre her, der wurde mal gefragt, ob er überhaupt schlafen kann. Also nachdem er so verschiedene Sachen schreibt. Und er hat dann irgendwann gesagt, er lässt aber meistens irgendwie das Licht an oder so. Also er kann bei Dunkel. Vielleicht hat sich das inzwischen wieder gelegt, ich weiß ich auch nicht. Ich habe keine Angst, nein. Nein. Ich habe das gern so, hell und das Fernseher genau. Ganz laut. Das ist ganz normal. Nee, aber ich schlafe ganz entspannt und dann, ich träume auch nicht irgendwie merkwürdig oder ich nehme das, was ich geschrieben habe, auch nicht mit. Weder die netten Szenen noch die bösen Szenen. Mein Hirn hat da wohl irgendwie gesagt, du, pass auf, tob dich tagsüber aus beim Roman und abends lasse ich dich in Ruhe. Natürlich träume ich irgendwas, aber zumindest nicht so, dass es mich beim Schlafen stört. Interessant, es wird ja ein Schauspieler auch oft gefragt, wie nimmst du die Rolle mit von der Bühne oder von vor der Kamera? Ist bei dir genauso als Schriftsteller. Du würdest sagen, du, pass auf, ich schreibe und wenn das heute mein Tageswerk erfüllt ist, dann ist für mich das vorbei. Genau. Katja Freda King. Hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen, fragt, hast du eine Playlist, die du beim Schreiben hörst? Eine Playlist jetzt unbedingt nicht, aber ich sammle Soundtracks und dann höre ich normalerweise einen Soundtrack nach dem anderen, der natürlich auch zur Szene passen sollte. Ja? Also als Beispiel, eine Liebesszene zum Soundtrack von 300 könnte unter Umständen schwierig werden oder sie artet aus, man weiß es ja nie, aber es sollte dann immer schon zur Szene passen. Aber eine extra Playlist in dem Sinn habe ich jetzt nicht. Nur ganz viele Soundtracks.
Dankeschön. Ich höre dir zu, ich muss nur gucken. Ja, guck nur, komisch, es sind ganz viele Frauen, die dir Fragen stellen. Das finde ich ja interessant. Gregor Mo, keine Bauer Frau. Zum Beispiel, genau, Christoph Frau. Bauer ist ja auch eine Frau, aber auf der anderen Seite bei Twitter. So, Gregor Mo fragt, hier mal eine Frage, die nichts mit deinem Schriftsteller-Dasein zu tun hat. Laut Wikipedia besitzt du einen Pub. Entspricht das der Wahrheit? Und wenn ja, wie aktiv bist du darin involviert? Außerdem würde mich dann interessieren, wieso du dich entschlossen hast, Pubbesitzer zu werden. Das mit dem das wusste ich gar nicht. Ist schon lange her. Da sieht man wieder, traut dem Internet nicht, Leute. Also es stimmt, ich war mal im Irish Pub mit beteiligt, so ganz klein, weil ich war ja clever, ich wollte günstig an Whisky kaufen. Dann investiert man eben in die Zukunft. Einen Pub. Ja, ja, und hatte das auch 3 Jahre gemacht und war auch einmal die Woche tatsächlich da, mittwochs. Das war die Schicht, die nicht ganz so hektisch war. Hey, also wenn. Und ich habe das nur für den Spaß gemacht. Es ging wirklich nur, um an verschiedene Whisky-Sorten zu kommen. Was ich aber da gelernt habe, war dann auch wieder der Respekt vor Gastronomie, weil das ist halt echt hart. Ich bin da rein, habe um 17 Uhr aufgemacht, also 17 Uhr vorbereitet, 18 Uhr wurde aufgemacht und dann ging es Open End, weil Sperrstunde gab es nicht mehr. Und dann hast du so um 23 Uhr, es war den ganzen Abend nichts los, da hast du um 23 Uhr mal angefangen, schon mal sauber zu machen und die Zapfhähne. Und dann ging die Tür auf und dann hat irgendwo ein Bus angehalten und dann ging es los. Und dann hast du gedacht, der Abend wird lang. Da musst du durch. Aber da waren sehr viele schöne Sachen dabei. Also ich, wie gesagt, bin nicht mehr mit dabei. Und es gab auch einige Leute damals schon, das ist schon längere Zeit her, die wussten, dass ich Schriftsteller bin. Also irgendwas mit Büchern, ja. Und da saß mal einer so in der Ecke und hat mir die ganze Zeit zugeguckt, wie ich da so schön Bierchen gemacht habe und Cocktails und Milchshakes. Und irgendwann so, jetzt muss ich mal was fragen. Ich so, ja, läuft nicht so mit den Büchern, ne? Das wird gefährlich, das stimmt. Das war so, super. Ich so, ganz unschuldig, warum? Naja, sie müssen ja immer noch hier arbeiten. Das fand ich so spannend, dass Leute glauben, dass man etwas nicht aus Spaß macht. Also mir hat das ja Spaß gemacht. Einmal die Woche bist du hier hinterm Dresen, The Man, und hörst auch ganz viele Geschichten, weil Leute, sobald du hinterm Tresen stehst, bist du ja Inventar. Ja? Also die reden am Tresen über Dinge, die ich auch gar nicht hören wollte mitunter. Und die Frauen waren genauso. Ja? Aber es war sehr spannend. Aber diese Frage, die fand ich sehr schön. Läuft nicht so im Schreiben. Ne? Ich so, nee, die haben recht. Das ist nicht schlecht. Dann wissen wir, was wir machen können, wenn du sozusagen mit dem Schreiben nicht mehr so ganz offen bist. Dann machen wir beide zusammen eine Bar auf. So. Ja, aber erst nach dem Film. Aber erst, stimmt, wir machen erst ja, den Film. Stimmt, die Romanze. Die Romanze machen wir. Kerstin Bohnitz, welche Bücher von, das hatten wir schon, Autor, wurde, hoffentlich haben Sie zugehört vorhin. Kerstin, welche Bücher er in seiner Freizeit liest, beziehungsweise wenn er mal nicht schreibt. Hier wird es nämlich von Tanja Scherer eine Frage. Hallo, was machst du in deiner Freizeit neben dem Schreiben? Filme drehen. Ja, Videos drehen und Sachen organisieren. Tatsächlich, also ich bin ja immer den ganzen Tag immer, um auf das Thema kreativ zurückzukommen, ich baue ja den ganzen Tag immer irgendwas. Das ist für mich Freizeit. Ja. Das ist auch oft schwer zu vermitteln, wenn die Leute fragen, ja, was machen die den Rest vom Tag? Sage ich mir, ja, ich mache den ganzen Tag genau das und das macht ganz viel Spaß. Wenn man mich nach Wochenstunden fragt, bin ich bei 80 plus, dann erschrecken immer alle zusammen und sagen, ja, aber ich mache das, was mir am meisten Spaß macht. Und dann stellt sich jeder einfach vor, jeder darf das tun, was ihm am meisten Spaß macht und verdient damit so viel entspannt Geld, dass er davon leben kann. Das ist die größte Motivation, die es überhaupt gibt. Da fragst du auch gar nicht, oh, ich weiß nicht, was soll ich noch. Und meistens gibt es da noch ein Projekt und dann gibt es da irgendwelche Ideen, die ich aufschreibe. Also der Tag vergeht mit Kreativität und jeder Tag ist super, weil ich mache das, was mir Spaß macht. Du lebst deinen Traum, wenn man so will. Ne? Du gehst nicht arbeiten, sondern du lebst deinen Traum. Ich habe jeden Tag Spaß. Genau, das ist schön. Maren Renzel fragt, woher hast du deine Inspirationen bekommen bei deinen Büchern? Das ist ganz unterschiedlich. Im Fall der Spielkarte habe ich es ja vorhin schon gezeigt. Du hast die Spielkarte in der Hand und denkst einfach, die historische Ader in mir hat dann zugeschlagen und fragt, woher kommt das Ding eigentlich? Und ich fand es spannend, dass ich habe damit gerechnet, der Vorrecherche, boah, es gibt bestimmt 1 Million Bücher über Spielkarten, historische Spielkarten. Ich hab keine gefunden, mag sein, dass ich welche übersehen habe, aber mir ist keine begegnet. Weil wenn Spielkarten, waren es meistens fahrendes Volk, das dann eine Tarotkarte zieht und sagt, der Tod. Und alle, die sich mit Tarot beschäftigen, sagen, der Tod heißt nicht, dass man stirbt. Aber nun ja, das ist eine, du denkst über was nach, was ganz viele täglich in der Hand haben, mit der du hantierst und merkst plötzlich, oh, da ist viel mehr drin, da steckt viel mehr dahinter. Vampirismus, um ein anderes Beispiel zu bringen, historische Ader, mich gefragt, wo kommt unser Vampirglaube überhaupt her? Und bei Bram Stoker, Dracula, das ist halt historisch falsch. Der Original praktisch, Dracula hatte
nichts mit Vampirismus zu tun. Auch in den historischen Aufzeichnungen wird er niemals mit Vampirismus in Verbindung gebracht. Und da kam also eins zum anderen. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Also Augen offen halten und gucken, was gibt's alles. Und lässt sich daraus eine Geschichte machen, die mich irgendwie anspricht. Das ist der ganze Ansatz. Bianca Hummel hat irgendwie anscheinend, oder wir haben intuitiv vorhin schon in die richtige Richtung gedacht, hast du schon mal was unter einem Pseudonym veröffentlicht, zum Beispiel einen für dich total untypischen, schnulzigen Liebesroman? Finde ich cool. Bianca Hummel. Nein, damit habe ich gewartet, bis wir hier so zusammen sitzen. Bis wir uns kennengelernt haben. Und wir uns um Kopf und Kragen reden. Das finde ich so richtig super jetzt. Pass auf, morgen klingelt bei dir das Telefon, irgendein Filmmensch sagt, super Idee, das machen wir. Genau, wir machen das total. Markus schreibt das Drehbuch dazu. Claudia Butler fragt, wo und wie schreiben Sie am liebsten? Wo und wie schreiben Sie am liebsten? Ich war gerade beim Drehbuch. Ich sehe das so in Shakespeare-mäßig. Ja, genau. Also es ist irgendwie alles in romantisch verliebt, dann sterben alles. Finde ich super. Das ging hier, glaube ich. Das kriege ich hin. Oh, das finde ich gut. Kein Happy End. Oh ja. Ja, das ist und so. Ich als Frau sterbe zum Schluss. Gut. Ist so. Das auch geklärt? wo und wann und wie schreibst du am liebsten? Genau. Ganz früher habe ich gedacht, ich werde meine Geschichten niemals direkt in einen Computer schreiben können. Ich muss immer zuerst mit der Hand schreiben. Das habe ich zuerst gedacht, aber das hat sich auch gelegt. Der erste Entwurf, die erste Idee, das Plotten und alles, das geschieht alles doch tatsächlich von Hand, auf lose Blätter oder meistens in Notizbücher. Und dann geht es direkt in den Computer. Und Laptop, ich kann inzwischen überall arbeiten. Zug, zu Hause, irgendwo unterwegs, im Café, das macht mir gar nichts. Das ist aber für mich eine Frage der Übung. Das Wichtige und Entscheidende dabei ist aber, dass in meiner Nähe Schwarztee sein muss. Das ist das einzige Kriterium. Weil ohne Schwarztee wird es gefährlich bei mir. Echt? Ja, wir sind auch schon wieder über die Zeit, was den Schwarztee angeht. Genau, also echt, wir müssen aber passen auf zwei, ganz charmant. Was war der merkwürdigste oder gruseligste Ort, den du einmal während der Recherche besucht hast? Lieber Markus, fragt Cassandra. Richtig gruselig. Mhm. War das für mich eigentlich weniger. Ich weiß nur, einer der gruseligsten Orte, die ich mal erlebt habe, bei einer Lesereise. Ja? Ja. Es war ein großes Einkaufszentrum. Und ich saß hinten alleine und hatte eine Unterschriftenaktion. Und es war keiner da. Moment, das ist ja noch nicht gruselig. Dann sitzt man aber so und guckt so einen breiten Flur runter. Und da drüben war die Resteposten. Ich saß also neben dem Resteposten. Und auf der anderen Seite gab es Handtücher. Und es war Winter und in diesem Gang, wo niemand war, wirklich ungelogen, stand so eine fast lebensgroße Rudolf-Reindeer-Puppe aufrecht. Und die hatte einen Bewegungsmelder und immer wenn man dran vorbeigeht, das war der Plan, hat sie Jingle Bells, Jingle Bells gesungen. Jetzt saß ich da und starrte so auf das Nichts und die Puppe ist immer wieder angegangen, ohne dass jemand vorbeilief. Wow. Und dann habe ich irgendwann darauf gewartet, jetzt kommt gleich ein Kamerateam und sagt, hahaha. Nein, es kam kein Kamerateam. Und das war so eine Situation, wo man denkt, das ist merkwürdig. Wow. Davor kann man auch Angst haben, wenn dieser Elch, dieser Singende, ständig anspringt. Das ist gruselig. Das wirklich ist gruselig. Wahr, oder? Cassandra sagt im Übrigen noch, die Romanze mit Markus Heitz würde sogar ich anschauen. Okay. Nee, ist also ja mit dir, Gott sei Dank. Ja, da, ja, stimmt. Ist mit ihm. Genau. Da ist Wolfgang B. fragt an mich, welches Buch von Markus Heitz würden Sie gerne einsprechen? Danke an die Frage alle, sage ich da einfach nur zu Markus. Okay. Aber nee, weil es einfach, du schreibst toll. Also für mich jetzt als Schauspieler oder als Leser ist es so, dass deine Bücher ja unheimlich viel als Inszenierungsmöglichkeit für mich als Schauspieler dargeben. Also von daher macht es großen Spaß. Wir machen weiter so. Und jetzt müssen wir wirklich mal den Schwarztee, glaube ich. Jo. Ne? Wir haben noch ganz viele Fragen, tut mir leid. Ich muss mich an dieser Stelle auch leider schon verabschieden von den Zuschauerinnen und Zuschauern von Lovely Books. Danke, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Danke für die tollen Fragen. Wie gesagt, es gibt noch viele. Wir hätten noch 3 Stunden hier weitermachen können. Ist denn die Sammelbox bzw. die Lostrommel schon rumgegangen? Die ist schon. Da ist sie. Und du hast Handvoll. Alles da. Ja, ich würde nämlich sagen, wir machen ganz kurz eine schwarze Teepause. Jawohl. Oder was auch immer. Man trinkt mal Martini, geht auch. Ja. Aber das ist nur am Rande. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. 20 Minuten? Irgendwie sowas, ja. 20 Minuten wird 15, schon. 15, ja, ne? 20 Minuten. Danke fürs Zuhören bis hierhin erstmal. Sehr interessant. Ja. Markus Heitz. Und an Sie, danke fürs Zuhören. Bis später. Danke. Bis gleich.